Über 100.000 Euro hat der Nico investiert. Schauen wir mal, wie viel Dividende er tatsächlich mit seinem 100.000 Euro Dividendendepot kassieren kann. Wenn sein Fokus auf die Dividende liegt, dann gehe ich mal persönlich davon aus, dass es so roundabout 4.500 Euro netto sind. Schauen wir aber mal direkt in sein Video rein. Servus und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Ich will heute mal zeigen, welchen passiven Cashflow mir mein 110.000 Euro Aktienportfolio generiert. Ja, dazu erstmal ein paar Infos, wie habe ich überhaupt mein Aktiendepot aufgebaut. Also das Video zum Nico ist natürlich unten verlinkt. Schaut auch gerne bei ihm auf jeden Fall vorbei. Und ganz wichtig, lasst ihm auf jeden Fall ein Abo da. Er hat quasi YouTube jetzt erst zuletzt gestartet. Und ich muss sagen, ich kenne ihn persönlich und möchte ihn da schon auch ein bisschen supporten am Ende des Tages, weil Support ist kein Mord. Ich habe zuerst relativ wirr gestartet, also habe blind irgendwelche Aktien gekauft. Das hat jahrelang nicht wirklich gut funktioniert und dann irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich das Ganze mal vernünftig angehen, das Thema wirklich mit System kaufen. Und dann habe ich eben angefangen, mein Depot so aufzubauen, ungefähr wie es eben heute so dasteht. In Summe sind es jetzt eben um die 110.000 Euro, wo drin stecken. Am Anfang hatte ich einen relativ großen Fokus auf Dividenden, weil ich eben damals diesen Cashflow so cool fand. Habe dann relativ viele Aktien gekauft, die im Hochdividendenbereich unterwegs waren. Bin dann aber mit der Zeit ein bisschen davon abgerückt, weil ich gemerkt habe, dass ich, weil ich relativ jung bin und einfach noch im Aufbau bin, dass ich eigentlich eher auf die qualitativ hochwertigen Aktien setze, die dann aber auch gleichzeitig eben schöne Kurssteigerungen aufweisen können. Und somit ist mein Depot so ein bisschen Hybridvariante aus Dividenden und, sage ich mal, den größeren Wachstumsaktien. Und deswegen ist der Fokus nicht nur eben auf den Dividenden und die Dividenden sind deswegen auch nicht so hoch, wie man das vielleicht vermuten würde. Ich finde das auf jeden Fall spannend. Er hat eben für sich herausgefunden, was für ihn der richtige Weg ist. Also das ist ja auch das Wichtige, versuchen ich ja hier auch immer so ein bisschen mitzugeben an euch, dass man sich mit seiner eigenen Geldanlage einerseits identifizieren muss und am Ende des Tages auch wahnsinnig wohlfühlen muss. Das soll irgendwie nicht einen negativen Einfluss auf dein Leben haben, auf deinen Schlaf oder auf dein Wohlbefinden, sondern es soll ja einen positiven Effekt auf jeden Fall haben. Schauen wir uns zuerst mal mein Depot an. So sieht nämlich mein Depot aus. Also man kann schon ganz klar erkennen, die großen Tech-Aktien sind eigentlich relativ zahlreich in meinem Depot vertreten. Was ich auf jeden Fall auch mal anschauen möchte, und da ist die Frage an euch, möchtet ihr mal auch die Walt Disney-Aktie anschauen? Die ist jetzt wieder ordentlich unter die Räder gekommen. Ich glaube, dass das auch eine mögliche spannende Situation aktuell sein könnte. Was mir hier auf jeden Fall sofort auffällt, es ist auf jeden Fall sehr viel Qualität mit drinnen, mit British American Tobacco hier auf jeden Fall auch eine Hochdividendenaktie. Realty Income muss er, glaube ich, auch relativ gut erwischt haben vom Kauf hier. Starbucks, Shell, Nike, Booking Holdings, hier auch eine App wie Amazon, Microsoft, also gefällt mir persönlich sehr, sehr gut und das ist ja auch gerade das Schöne daran, jeder hat ja eine andere Strategie und ich bin mir sicher, hier können wir auch einiges für uns selbst mitnehmen und zwar einfach vielleicht hier an mich selbst, ich bin ja selbst auch sehr kritisch zu mir, einfach vielleicht einfach nochmal Aktien etwas genauer anschauen auf dem Bezug Qualität. Wir haben ja Amazon, wir haben Microsoft, wir haben Alphabet, wir haben natürlich auch Apple mit dabei. Die Positionen sind alle relativ groß, also die sind dann schon in den Top 10. Zur Einordnung, also meine größte Position ist der Pharma-Gigant AbbVie. Da bin ich jetzt bei einer Positionsgröße von ca. 6.400 Euro. Das stuft sich dann eben nach unten hin ab. Und die restlichen Aktien sind ja tendenziell eher defensiv aufgebaut, also relativ viel Basiskonsum auch mit dabei. Coca-Cola, PepsiCo, British American Tobacco, Walmart, relativ viel Basiskonsum, aber mir war eben wichtig, dass es qualitativ hochwertige Aktien sind. Das habe ich somit eigentlich auch erreichen können. Ziel in Zukunft wird wahrscheinlich sein, noch etwas wachstumslastiger zu werden, aber in der aktuellen Phase bin ich so eigentlich recht zufrieden damit. Wusstest du, dass es aktuell mit dem Link unten in der Videobeschreibung die Möglichkeit gibt, hier bis zu 7,3% Zinsen zu sichern? Ich selbst habe hier aktuell über 16.000 Euro drinnen in die Festgeldangebote von Freedom 24 und das Besondere daran ist, mit dem Link unten in der Videobeschreibung bekommst du sogar bis zu 20 Aktien geschenkt. Genau, du hast richtig gehört, du kriegst einerseits brutal hohe und attraktive Zinsen und andererseits bekommst du sogar als Neukunde bis zu 20 Aktien geschenkt. Check das jetzt mal gerne ab.
Doch ich will euch ja heute zeigen, wie viel Dividenden mein Depot so abwirft. Da habe ich mir gedacht, ich stufe erstmal die Aktien eben nach Dividendenrendite ein. Und da sieht man schon, also es gibt durchaus in meinem Depot auch Unternehmen, die gar keine Dividende bezahlen. Das ist für mich nicht wirklich schlimm. Gerade so Titel wie Amazon, die haben eigentlich mein Depot kurstechnisch auf jeden Fall auch deutlich nach oben katapultieren können. Somit bin ich da relativ zufrieden mit diesen Aktien. In dem Bereich eben 0 bis 1% gibt es ja auch ein paar Newcomer, wie zum Beispiel Alphabet oder Booking, die erst seit kurzem eine Dividende bezahlen und ja, sind eigentlich auch hier relativ zahlreich vertreten. Dann bei einer Dividendenrendite von bis zu 3%, ja, sind eigentlich auch viele solide Aktien mit dabei. Und natürlich habe ich aber auch viele Aktien, die eben über 3% Dividendenrendite bezahlen. Das sind ja unter anderem Aktien aus dem Tabakbereich, Telekommunikation, Automobil, Finanzen, natürlich auch Ölindustrie, Basiskonsum, Gesundheit. Aber da möchte ich ganz kurz nochmal darauf einhaken, weil er sagt ja, er möchte ja auch zukünftig Kurspotenzial haben. Schaut man sich eine Shell an, wie gut die performt ist, oder auch eine Starbucks, durch die, dass der neue CEO gekommen ist, oder auch British American Tobacco dieses Jahr oder Realty Income. Also es heißt nicht nur, weil es Dividenden ausschütten, dass die Unternehmen jetzt nicht so gut laufen, oder wie zum Beispiel auch Verizon, AbbVie und PepsiCo, die sind ja auch gut gelaufen in Sicht von 1, 2, 3 Jahren. Also da muss man auf jeden Fall auch mal so ein bisschen diversifizieren. Auch eine BlackRock und eine Procter & Gamble. Das sind auch Unternehmen, die brutal gut gelaufen sind. Also spannend auf jeden Fall, wenn man das auch von dieser Sicht betrachtet. Und Immobilien. Und somit komme ich hier auf eine bunte Mischung aus allen möglichen Dividendenbereichen und bin eigentlich damit mit der Mischung ganz zufrieden. Wie gesagt, in Zukunft könnte ich mir auch vorstellen, dass noch mehr in diesem Bereich von keiner Dividende eben reinkommen soll. Ja, und so sieht meine bisherige Dividendenstatistik im Jahr 2024 aus. Und ja, da kann man schon erkennen, ich habe auf jeden Fall ein paar schwächere Monate mit drin. Der Januar ist zum Beispiel immer relativ schwach, also da sind nicht mal 100 Euro Dividenden dabei rausgekommen. In den anderen Monaten sieht es dann häufig schon etwas besser aus, also ich komme häufig eben um den Bereich von 200 Euro raus. Ja, in einem dividendenstarken Monat wie dem Juni beispielsweise, da können es dann auch mal 273 Euro sein. Aber man sieht schon, es ist eigentlich verhältnismäßig gar nicht so viel, wenn man bedenkt, dass da ja doch 110.000 Euro drin stecken in meinem Depot. Aber es ist halt einfach dieser Fokus, weil eben nicht gerade der große Dividendenfokus da ist, deshalb wirft das nicht so viel Cashflow ab. Das bedeutet, in Summe haben wir hier jetzt Dividendeneinnahmen von 1.423,30 Euro. Das wird bis zum Jahresende auf schätzungsweise ca. 1.800 bis 2.000 Euro Netto-Dividende eben rauskommen. Das entspricht dann einer Netto-Dividendenrendite von meinem Gesamtdepot von ca. 2%. Das ist eigentlich schon auch stark. Also wie er selber sagt, sein Fokus liegt ja nicht darauf, krass Dividende zu kassieren, sondern das ist ja quasi ein nettes Trinkgeld, nenne ich es jetzt einfach mal gerne. Es muss jedem bewusst sein, dass das nicht von irgendwoher kommt. Die 100.000 Euro, die hat er sich verdient, hat er gespart, investiert und so weiter und so fort. Und da absoluten Respekt, wer sich da eben um seine Geldanlage kümmert. Aber wie er schon selber sagt, sein Fokus liegt da drauf nicht. Aber das Spannende ist ja eigentlich, jetzt hat er hier auch eine schöne Grafik, wie sich das natürlich peu à peu entwickelt hat. Dieses Jahr wird es etwas weniger sein wie letztes Jahr, aber spannend ist ja, wie sich das Ganze weiterentwickelt, weil jetzt lassen wir wirklich die Annahme, er schafft es weiterhin peu à peu brav zu investieren. Die Unternehmen, die steigern ja auch noch die Dividende. Da könnte man schon auch vorstellen, dass es rein theoretisch schafft, nicht nur sein Investment, sein Kapital zu verdoppeln, sondern auch die Dividende durchaus realistisch ist, dass es schafft innerhalb von, ich sage jetzt mal grob 5 bis 7 Jahren, weil er einfach ein krasser Typ ist, also Macher einfach, auch zu verdoppeln. Das heißt, so um 5 bis 7 Jahren sind da durchaus bei ihm zum Beispiel so 3.500 bis 4.000 Euro netto möglich, also was er im Jahr dann kassiert, und dann liegt er aber auch schon bei seinem Depot, ich vermute mal, auf jeden Fall über 200.000, weil er echt krass viel Gas gibt. Ich sehe das ja. Jetzt noch kurz auf die Dividendenentwicklung, und die sah ja am Anfang relativ mager aus, also gerade in den ersten Jahren habe ich relativ wirr investiert, damals auch ja fast gar keine Dividenden eigentlich berücksichtigt. Das hat sich dann ab 2020 geändert, da habe ich dann eben auch größere Summen investiert, und das kam eben dazu, dass ich eben dann hier in den Jahren
relativ stark aufbauen konnte. Ja, ich hatte hier im Jahr 2021 schon über 1000 Euro Dividende, im Jahr 2022 rund 1900 und das beste Jahr bisher war eben das letzte Jahr mit rund 2136 Euro. Seitdem habe ich aber mein Depot ein bisschen umgebaut, ein bisschen die hohen Dividendenzahler ein bisschen rausgeworfen und das ist der Grund, weswegen wir hier jetzt im September bei nur 1423 Euro stehen und wahrscheinlich nur auf circa das Niveau von 2022 komme, weil ich eben diesen Depotumbau ja relativ stark fokussiert habe, weil ich viele Unternehmen rausgeschmissen habe, mit denen ich nicht so zufrieden war, wo ich nicht das große Potenzial für die Zukunft sehe und habe mich dann eher auf die Qualitätsaktien versteift. Du siehst aber schon, so ein passiver Cashflow, der passiert nicht von heute auf morgen. Das baut man sich über Jahre, über Jahrzehnte auf und kann eben somit dann vielleicht irgendwann seinen Urlaub bezahlen oder vielleicht seine Miete oder irgendwann auch davon leben können. Aber das ist, wie du weißt, ein sehr, sehr weiter Weg. Und ich spreche ja immer von Kursrendite und ich will das einfach mal im Vergleich zeigen, im Vergleich zu den Dividenden. Du weißt ja jetzt, ich habe 1423 Euro an Dividenden erhalten und im Vergleich dazu, ich habe hier mal meine Performance hier aufgezeigt, zwischen Jahresanfang Januar 2024 also und dem heutigen Tag und da sind dann in Summe 11.760 Euro an Kursrendite dazugekommen. Da sieht man schon, das hat eben einen deutlich höheren Impact als eben nur die Dividendenrendite. Ja, aber wie schon erwähnt, da sind ja auch einige Dividendenaktien mit dabei, die eben sehr, sehr gut gelaufen sind. Deswegen stehe ich eben auf die Mischung aus Dividenden und Kurswachstum, wobei ich das Kurswachstum mittlerweile priorisiere. Und ganz wichtig bei Dividendenaktien ist mir immer der gute Preis. Also ich kaufe nie eine Dividendenaktie blind aufgrund der Dividende, sondern der Preis muss für mich stimmen, damit eben neben der Dividendenrendite an sich auf jeden Fall auch Kursrendite zu erwarten ist. Du siehst schon, die Dividendeneinnahmen sind eigentlich relativ ernüchternd dafür, dass doch ein sechsstelliger Betrag da drin steckt. Und ich bekomme ja auch in relativ vielen meiner Beiträge die Frage gestellt, warum denn nur so wenig Dividenden? Und wie schon anfangs des Videos gesagt, ich bin noch relativ jung, also ich bin jetzt 27 Jahre alt und ich habe noch sehr, sehr viel Investmentleben vor mir. Und deswegen will ich aktuell einfach schauen, dass ich eine gute Mischung hinbekomme und nicht meinen Fokus extrem auf Dividenden ablege. Weil Dividenden sind absolut cool, muss man sagen. Also man hat einen regelmäßigen Cashflow, man kann davon rein theoretisch irgendwelche Ausgaben begleichen. Besser ist es natürlich, wenn man das Ganze reinvestiert. Aber der große Faktor ist der psychologische Faktor, meine ich. Das sagt er echt was so Wichtiges, weil der psychologische Faktor, der macht schon extremst viel aus an der Börse. Augen, nämlich wenn auch die Börsen mal etwas schlechter laufen, bekommst du eben regelmäßig Geld ausbezahlt, ist einfach ein mentales Ding. Und das ist einfach der große Faktor, weswegen es eben viele Dividendenaktionäre gibt, weil eben viele diese Belohnung eben sehr, sehr wertschätzen. Aber man muss natürlich gleichzeitig auch erwähnen, dass Dividendenaktien gerade die, die vielleicht sehr hohe Dividendenrenditen ausschütten, nicht immer die solidesten sind und deswegen oft negative Kursrenditen aufweisen. Und somit stehe ich einfach darauf, dass man einfach eine gute Qualität hat bei seinen Aktien, die solide laufen, auch nicht bei jeder kleinsten Krise abstürzen und mir so einfach langfristig dann gute Renditen bescheren. Wie sieht es bei dir aus? Bist du eher der Typ Dividende oder stehst du eher auf die Wachstum? Ja, super Video auf jeden Fall vom Nico. Und ja, ich werde auf jeden Fall zukünftig ein bisschen mehr wieder auf Qualität achten. Was heißt bisschen mehr? Ich schaue da schon immer auch drauf. Und mir ist auch wichtig, einfach ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis am Ende des Tages zu haben, wenn ich Aktien kaufe.